Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalat, wassalam, rasulillah, wa la alihi, wa sahbihi, ajma'in. Im Jahr 2012, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, in welchem Monat es gewesen ist, auf jeden Fall vor einigen Monaten, wir haben ja heute den 20.07.2012, mein Geburtstag eigentlich, auf jeden Fall, vor einigen Monaten habe ich einen baptistischen Prediger in Ägypten getroffen, der dort 2 Jahre geblieben ist, um Muslime vom Islam zum Christentum zu rufen. Das heißt, der hat vorher jahrelang in der Bibelschule studiert, der kommt aus Thüringen und hat dort auch gelernt, wie er Muslime davon überzeugen kann, dass das Christentum angeblich besser sei. Es ist natürlich eine spezielle Sekte des Christentums, also eine spezielle Gruppe, Baptisten, Evangelikale, Pfingstler, das ist ja eine bestimmte Gruppe, die einen bestimmten Glauben haben. Und das sind eigentlich die, die am härtesten und am aggressivsten gegen Muslime vorgehen, was ihre Methode angeht, wie sie versuchen, Muslime vom Islam abzubringen. Und dieses Video ist wichtig für Christen, die interessiert sind, um zu sehen, was die Wahrheit ist. Ich bitte deswegen jeden mit offenem Herzen an dieses Video ranzugehen. Wir haben es extra geschnitten in verschiedene Bereiche, in verschiedene Teilthemen, denn wenn man eine längere Diskussion auf einmal reintut, ist es für viele Leute, die Laien sind, einfach zu schwierig zu folgen, und weil diese Leute auch bestimmte Taktiken anwenden, und ich werde das nachher illustrieren, wie sie von Fragen ablenken und wie sie Themen ausweichen. Das heißt, du fragst beispielsweise irgendwas und er redet dann über was ganz anderes, damit es dann so aussieht, als wenn er sicher ist. Ja. Das heißt, die lernen also auch, wie man sicher redet, dass sie eine sichere, dass sie eine Sicherheit ausstrahlen oder dass sie ein Selbstbewusstsein ausstrahlen. Das werde ich auch gleich, inshallah, illustrieren. Und wie gesagt, wir wollen das einfach mal kurz zeigen, vor allen Dingen auch für die Muslime, damit ihr einige Argumente da herauszieht. Und für den Nicht-Muslim, der interessiert ist, damit er sieht, wie hier vorgegangen wird und wie hier versucht wird, Fragen auszuweichen. Ja, vielleicht auf 5 Punkte wollte ich kurz eingehen. Wollte ich noch ein bisschen nachhaken. Ist jetzt die Bibel, also die hier? Natürlich. Von, so. Das ist die hier in den Gemeinden benutzt wird, Van Dijk. Ja. Genau. Kennt sich aus. Ja. So. Wir haben hier bei 11 gesagt, bei 11 kann man mit Spenden Missetaten auslöschen. Ne? Ihr sagt zum Beispiel, in Daniel 4,27 steht, لِذَلِكْ أَيُّ الْمَلِكِ فَلْتَكُمْ مَشُورَةِ مَقْبُولَةً لَدَيْكَ وَفَارِقْ خَطَيَاكَ بِالْبِرِّ وَأَثَامَكَ بِالرَّحْمَةِ لِلْمَسَكِينَ. Also der sagt hier, ne? Was sagst du zu dem Vers? Sag mal, das ist eine hermeneutische Frage. Ihr habt gerade gehört, ich habe ihm die Frage gestellt. Die Antwort bei ihm fängt an mit, das ist eine hermeneutische Frage. Warum macht er das? Guck mal, man muss hier ein bisschen clever sein. Er versucht also um den heißen Brei herumzureden, weil er keine Antwort hat auf diese Frage. Weil es geht um den Vers in Daniel 4, Vers 27. Ich habe den auf Arabisch vorgelesen, weil ich wollte ihn auf die Probe stellen, ob er wirklich Arabisch versteht. Aber der versteht tatsächlich Arabisch. Ja? Darum, o König, möge dir mein Rat gut scheinen und ferne deine eigene Sünde durch Gerechtigkeit und deine Missetat dadurch, dass du Armen Barmherzigkeit erweist. Vielleicht wird dein Wohlergehen länger dauern. Denn die Baptisten kommen immer zu den Muslimen und sagen, hey, bei euch kann man bestimmte Sünden, wie gesagt, sie haben das Konzept auch nicht richtig verstanden, bestimmte Sünden kann man mit einer guten Tat auslöschen. Ja, das ist die Barmherzigkeit von Allah, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, wenn wir etwas innerlich wirklich bereuen, dass wir dann durch unsere Tat nochmal bestätigen, dass wir diese Tat bereuen. Und dadurch motiviert Allah uns dazu, der allmächtige Gott, gute Taten zu machen. Er sagt, das kann doch gar nicht sein. Du kannst doch nicht, wenn du einen umgebracht hast, kannst du sagen, ja, ich habe ja 100 Leute am Leben gelassen. Nee, hat er bei uns nie einer behauptet, dass wenn er einen umgebracht hat, dass er dann freigesprochen wird, weil er Hunderte am Leben gelassen hat oder Tausende. Ja? Sondern es geht um bestimmte Sünden. So, und jetzt steht in der Bibel genau dasselbe. Ja, hier.
Gerechtigkeit, die eigene Sünde soll man durch Gerechtigkeit entfernen und deine Missetat dadurch, dass du Armen Barmherzigkeit erweist. Jeder versteht darunter, Armen Barmherzigkeit erweisen ist nicht, dass man glaubt, dass Jesus angeblich für die Sünden der Menschen am Kreuz gestorben sei, sondern es ist, dass man spendet. Dadurch soll er die Missetaten und seine Sünden tilgen. Wer sagt das? Der Prophet Daniel. So. Wie fängt er an? Das ist eine hermeneutische Frage. Warum fängt er so an? Weil er ablenken will. Und er benutzt extra ein Fremdwort, damit er sicher und kompetent wirkt. Viele Sachen in der Bibel. Man kann nicht eine Lehre aus einem einzigen Vers ableiten, sondern man muss immer wieder den Gesamtzusammenhang der Bibel sehen. Und in der ganzen Bibel wird ganz deutlich gesagt, dass man nicht sozusagen gute Taten mit schlechten Taten wieder gut machen kann. Und wo steht das? Ja, es wird immer ganz deutlich gesagt, dass jede schlechte Tat wird bezahlt. Ich kann jetzt nicht eine gute Tat tun, um sozusagen die schlechten wieder auszugleichen. Ja gut, aber hier steht ja ganz klar und eindeutig, dass man das machen kann. Also da steht, leuchte deine Missentaten aus, indem du Armen Barmherzigkeit erweist. Das ist ja für mich eine Sache, und da möchte ich kurz auf diesen Punkt eingehen, das ist ja für mich eine Sache, die dann wenn du mir jetzt sagen kannst, es gibt Sachen, die eindeutige Verse dagegen sprechen, und wir haben hier einen eindeutigen Vers, der sagt, lösche deine Missentaten aus, indem du Armen Barmherzigkeit erweist. Ja? Ja. Dann wäre das ein Widerspruch. Nur ich sage dir ganz ehrlich, ich kenne keinen Vers in der Bibel, ich kann die Bibel nicht auswendig, du wahrscheinlich auch nicht, wo gesagt wird, man kann keine Sünde, ich rede nicht von allen Sünden, dass man keine Sünde mit einer guten Tat auslöschen kann. Und übrigens, das ist ja auch etwas, wo die Katholiken euch widersprechen. Ja. Die Katholiken zum Beispiel, die interpretieren das ja hier ganz anders. Auch was die Erbsünde angeht, soweit ich weiß, ist es ja so, dass die Katholiken davon ausgehen, deswegen gibt es ja auch bei denen das Fegefeuer, dass sie davon ausgehen, das heißt, die Erbsünde wird durch den Glauben an Jesus bezahlt, aber die anderen Sünden, ja, da muss man beispielsweise so gute Taten machen, beichten, Reue zeigen, etc. Ne? Ja. Also wie gesagt, meine Antwort wäre darauf, es ist eine Frage der Bibelauslegung, da gibt es halt wichtige Prinzipien. Ja. Zum Beispiel wird im Psalm 14 gesagt, es gibt keinen Gott, spricht der Tor. Also man muss verschiedene Verse, oder zum Beispiel in 1. Korinther wird gesagt, warum lasst ihr euch für die Toten taufen? Man kann aus einzelnen Versen alles Mögliche ableiten. Man muss es immer im Gesamtzusammenhang der Bibel sehen. Nee, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ja auch im Koran so. Da gebe ich dir vollkommen recht. Nur was ich sage ist, wenn man sich das hier anguckt, hier gibt es keine plausible Antwort drauf. Ja, du bist ja nicht der Erste, mit dem ich über diese Sachen diskutiere. Ja. Das heißt, wenn du mir jetzt sagen würdest, okay, weil ja natürlich, das Grundprinzip, da hast du vollkommen recht, man kann nicht einen einzelnen Vers nehmen und daraus sofort alles rauslegen. Unter welcher Bedingung? Wenn dieser Vers nicht eindeutig ist. Erstmal, man muss die Siak, das heißt, den Kontext muss man sich angucken. Was ist überhaupt der Kontext? Ja, ich gebe dir ein Beispiel aus dem Koran. Im Koran steht, Weidu lil Musallin, wehe den Betenden. Ja, wehe den Betenden, ja, was kommt danach? Alladhina hum an salatihim sahun. Das heißt, die in ihrem Gebet achtlos sind. Sonst würde es ja heißen, lass dich beten, wehe den Betenden. Das ist vollkommen richtig. Nur, wenn wir sagen, dieser Vers widerspricht einem Grundprinzip bei den Evangelikalen, dann musst du eigentlich eine Erklärung dafür haben. Ja? Also das ist zunächst erstmal etwas, was Daniel dem König sagt. Das ist nicht im Gesetz zum Beispiel gegeben. Es ist jetzt nicht in den ersten 5 Büchern Mose, wo das Gesetz dargelegt wird. Da wird nicht gesagt, wenn du das Gesetz übertrittst, dann tu aber den und den Leuten spenden. Sondern da wird gesagt, man macht Opfer. Ja, guck mal. Ich bitte dich, weil das kann mich wirklich überzeugen, weil du sagst jetzt, Daniel sagt das dem König. Das hieß ja, dass Daniel, der Prophet Gottes, laut dieser Aussage von dir nicht mit dem Grundprinzip der Vergebung vertraut ist. Wir halten an dieser Stelle fest, es gibt keine plausible Antwort für diesen Widerspruch. Deswegen, und er ist eigentlich ein intelligenter Mann, wird um den heißen Brei herumgeredet
Und es wird dann erzählt, Daniel erzählt es dem König. Daniel ist ein Prophet. Heißt das, Daniel erzählt dem König eine Lüge? Erzählt ihm ja, du kannst so die Sünden auslöschen und er kann die Sünden gar nicht so auslöschen. Heißt das, eine Lüge ist in die Bibel hier reingekommen für einen Christen? Das heißt, hier ist ganz eindeutig ein Widerspruch und die Grundlage geht hier zurück auf die Entstehung auch des evangelischen Glaubens, dass man sich abgespalten hat von der Kirche und dass das einer der Hauptpunkte war, ja, dass man halt keine Taten durch gute Taten, keine Sünden durch gute Taten löschen kann, etc. Etwas, was Martin Luther angefeindet hat. Und Martin Luther hat Gott sehr viel Angst vor Gott gehabt und er hat sehr viel gebetet und er wollte sehr viel gut machen und er war verzweifelt und hat dann in der Bibel nach einer Antwort gesucht, diese Verzweiflung zu übergehen. Und diesen Vers hat er ganz klar und deutlich übersehen. Und die Leute, die dem evangelischen bzw. den evangelikalen Baptisten anderen Freikirchlern folgen. Sie übersehen das. Wie komme ich eigentlich auf dieses Thema? Weil gerade diese Gruppen immer zu den Muslimen kommen und ihnen erzählen wollen, hey, das geht rein logisch nicht. Du kannst nicht, wenn du einmal falsch geparkt hast, ja, dann musst du Strafe bezahlen, weil du falsch geparkt hast. Dann kannst du nicht sagen, ja, ich habe ja sonst richtig geparkt. Wie kann man, und tatsächlich, ich habe das wirklich genauso gelesen, wie kann man die Barmherzigkeit Gottes vergleichen mit dem Straßenverkehr, mit der Straßenverkehrsordnung in Deutschland? Das ist ja schon eine Gotteslästerung in sich. Und ich habe über dieses Thema sehr oft intensiv geredet. Ich habe einen Vortrag darüber, den kann sich jeder angucken, wer die Wahrheit will. Der heißt, starb Jesus für die Sünden der Menschen. Ein Nicht-Muslim, der sich interessiert, schau dir diesen Vortrag mit offenem Herzen an und gebe dem Scheitan, gebe dem Satan keine Chance. Das ist mein Tipp an jeden. Und für die Muslime, wir müssen selbstbewusst sein, zu unserer Religion stehen. Und wenn wir jemanden sehen, der mit uns diskutiert, müssen wir uns nicht durch seine schönen Worte täuschen lassen. Wir müssen uns nicht dadurch täuschen lassen, dass er über andere wir dürfen uns nicht täuschen lassen, wir fragen eine Frage, er beantwortet die Frage gar nicht und erzählt irgendetwas anderes. Ja, Hermeneutik und man kann die Bibel nicht, er antwortet nicht auf die Frage, sondern er erklärt Grundprinzipien und dadurch hört es sich so an, als wenn er eine Antwort hätte. Ja, da müssen wir immer aufmerksam sein, aber er hat keine Antwort darauf. Deswegen sagt er am Anfang, ja, Daniel redet ja Himmel und König. Wenn er eine Antwort auf diese Frage hätte, ja, zum Beispiel, du würdest mich jetzt fragen, hör mal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran beispielsweise, wir haben die Erde zu einem Bissat gemacht. Was ist deine Antwort darauf? Punkt. Bissat heißt Teppich. Wir haben die Erde zu einem Teppich gemacht. Was ist deine Antwort darauf? Zum Beispiel Surat An-Nur. So. Dann sage ich, ja, das ist eine hermeneutische Frage. Wir haben dieses und jenes und da gibt es dieses und jenes Problem und wir können nicht einen Vers alleine nehmen. Dann sage ich, okay, sehr gut, gute Frage, kein Problem. Dieser Vers hier erstmal, das Wort Ard im Arabischen kann bedeuten Erdoberfläche und es kann bedeuten der Planet Erde und es kann bedeuten die Materie, die wir in der Hand haben. Das heißt, das sind drei verschiedene Worte. Das heißt, Erde kann einmal, wie auch im Deutschen, wir können mit Erde, die Erde, die wir haben, die Materie, die wir handhaben, meinen. Oder wir können den Planeten meinen. Im Arabisch können wir damit auch die Erdoberfläche meinen. Und in diesem Vers sagt Allah, dass die Erdoberfläche wie ein Teppich ist. Wie ein Teppich muss nicht unbedingt flach sein. Ein Teppich kann man auch um einen runden Ort herum machen. Aber warum Teppich? Weil wir eine dünne Erdoberfläche haben und unter dieser Erdoberfläche haben wir was? Ja, haben wir Glut. Haben wir Hitze, haben wir Lava. Und deswegen ist die Erdoberfläche wie ein Teppich darüber, dass man da drüber gehen kann. Punkt, ich habe jetzt eine Antwort darauf. Ich brauche nicht erzählen, ja, hermeneutische Frage und wir müssen alles zusammennehmen. Ja, das weiß ich, hermeneutische Frage. Ich weiß, das ist eine Frage, wo wir alle Verse aus dem Koran oder alle Verse aus der Bibel zusammennehmen müssen. Aber ich will eine Antwort auf die Frage. Und nicht, ja, vielleicht hat sich Daniel es dem König gesagt. Ja, Daniel hat den König angelogen. Das heißt, es gibt keine Antwort drauf. Und ich habe schon mit vielen darüber geredet. Ich habe mit Pfarrern, mit Patern, mit Missionaren
so viele Gespräche gehabt von Zeugen Jehovas, von Katholiken, von lutheranischer Kirche, von evangelikalen Baptisten etc. So viele Diskussionen gehabt. Diese Frage, da gibt es keine plausible Antwort drauf, weil es ein Widerspruch zu ihrer Lehre ist. Wenn sie eine Antwort darauf hätten, dann müssten sie den Glauben wechseln und zum Katholizismus übertreten. Islam Express. Islam Express. Islam Express.